Die Fahrt kann also beginnen. Liebe Zuschauer, 13 Kleinbahnen hatten wir einst in Mecklenburg-Vorpommern. Zwei sind übrig geblieben. Der rasende Roland auf Rügen und eben diese Bahn, Molly, die verkehrt zwischen Bad Dobran und Kühlungsborn. Schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Ich möchte Ihnen heute einiges erzählen über den Molly, aber auch über all das, was links und rechts der Strecke zu erleben ist. Wir treffen uns wieder in Kühlungsborn. Bis dann! Als um 1880 die Hauptstrecken im mecklenburgischen Eisenbahnnetz fertiggestellt waren, wie Lübeck-Straßburg bzw. Hagenow-Rostock, begann der Bau von Nebenbahnstrecken, wozu auch die Verbindung zwischen den beiden Hafenstädten Wismar und Rostock zählte. Auf halber Strecke ab Doberan kam 1886 ein Anschluss für eine 900 mm Kleinbahn hinzu. Der Großherzog von Mecklenburg, Friedrich Franz III., erteilte für die anfänglich 6,6 Kilometer lange Strecke, die zunächst bis Heiligendamm führte, die Konzession. Sie wurde von dem privaten Eisenbahnunternehmen Lenz und Co. aus Stettin errichtet und von der Doberan-Heiligendammer Eisenbahn, abgekürzt DHE, geführt. Dies anfänglich auch nur in der Sommerzeit, vom 1. Juni bis zum 30. September. Die Bahn wurde als Kleinbahn eingestuft und zunächst mit dampfstraßenbahnähnlichen Fahrzeugen betrieben. Auch diese Eisenbahn wurde, wie alle anderen Bahnen, 1890 verstaatlicht und gehörte von da ab zur großherzoglichen mecklenburgischen Friedrich-Franz-Eisenbahn. Erst 1909 beschloss man dann die Verlängerung der Strecke auf gut 15 Kilometer bis in die nächsten Küstenorte, die damals Fulgen, Brunshaupten und Arendsee hießen. Seit 1920 gehörte die Kleinbahn zur Deutschen Reichsbahn. Begeben wir uns zunächst in die Anfangszeit der Kleinbahn und schauen uns dabei auch hier und da etwas näher an den Haltepunkten um. Einsteigen hieß es schon immer, meist in Doberan. Ende des 18. Jahrhunderts wurde Doberan durch Friedrich Franz I. zum Erholungs- und Vergnügungsort der herzoglichen Familie, zur Sommerresidenz bestimmt. Spielbank, Theaterhaus, ein Park, der Kamp und die nahe Ostsee lockten immer mehr Gäste aus dem europäischen Adel in den Sommermonaten nach Doberan. Der Ort, zusammen mit Heiligendamm, wandelte sich vom einfachen Flecken zu einer würdigen großherzoglichen Sommerresidenz. 1879 erhielt der Ort das Stadtrecht. Seit 1825 aber gab es hier bereits das erste Moorbad, ein Bade- und Kurhaus, das Stahlbad. Dieses lockte zahlreiche Gäste in den Ort. Mit ein Grund, warum 1921 aus Doberan offiziell Bad Doberan wurde. In unmittelbarer Nähe befindet sich bis heute der Bahnhof, von wo seit jenem Jahr 1886 auch die Kleinbahn abfährt. Denn diese machte nun eine schnelle Verbindung für die zahlreichen Gäste des europäischen Adels in der Sommerresidenz des Herzogs zwischen der Stadt Doberan und der nahen Ostseeküste zunächst in den Sommermonaten möglich. Nach einigen hundert Metern überquert die Bahn den Alexandrinenplatz, der im Verlauf der Zeit einige Male seinen Namen wechseln musste. Seine dominierenden Bauten wie das Prinzenpalais, die Post oder aber das Gymnasium, wurden im 19. Jahrhundert von den Architekten Möckel und Severin geschaffen, die mit ihren Bauten das Bild des aufstrebenden Ortes prägten. Gleich hinter diesem Platz hält die kleine Bahn das erste Mal. In der Alexandrinstraße, der erste Haltepunkt, die Station Stadtmitte, ist somit bereits erreicht. Wer von hier aus nicht nur einen Blick aus der Ferne auf den nahegelegenen Kamp werfen will, sollte kurzzeitig die Bahn verlassen. Denn bis zur nächsten Bahnstation ist es zu Fuß am Kamp entlang auch nur ein kleiner Weg. Den Kamp, welcher eine um 1800 angelegte Grünanlage im englischen Parkstil ist, näher kennenzulernen, lohnt sich auf alle Fälle. Der Kamp war im 19. Jahrhundert der gesellschaftliche Mittelpunkt der Stadt, da sich hier um den Park herum noch heute die repräsentativsten Gebäude der Stadt befinden, wie das großherzogliche Palais, in welchem der Großherzog Friedrich Franz I. im Sommer residierte,
oder das Salongebäude, das Logierhaus, das kleine Palais und das bereits angesprochene Theater. Sie alle wurden ebenfalls vom Baumeister Severin errichtet. Dieser Park war für lange Zeit nicht nur der Ortsmittelpunkt, besonders aber war er der ideale Treffpunkt für die hochrangigen Gäste. Die beiden Pavillons auf der Anlage, die auch bei den Festen des einfachen Volkes im Mittelpunkt standen, wurden ebenfalls von Severin errichtet. Der Park mit dem Münster in der Mitte, in dem man sich noch heute als Gast ebenfalls erholen und amüsieren kann, liegt unmittelbar dahinter. Durch die ehemalige Alexandrinenstraße, die heutige Mollystraße mit ihren zahlreichen Geschäften, führen die Schienen der Kleinbahn weiter parallel zum Kamp. Die Straße kreuzt die einstige Poststraße, die heutige Severinstraße. Zunächst befand sich der zweite Haltepunkt der Stadt genau an dieser Stelle, direkt gegenüber dem neuen Marktplatz der damals erblühenden Stadt. Man verlegte diese Haltestelle aber aus Sicherheitsgründen um 200 Meter in die damalige Bismarckstraße, die heute den Namen Goethestraße trägt, sodass auch die Station nun so heißt. Der Zug wartet hier bereits auf uns. Wir steigen wieder in den alten Salonwagen der Kleinbahn ein, die sich heute wie vor langer Zeit bimmelnd und fauchend ihren Weg durch die enge Straße der Münsterstadt bahnt. Bevor der Molly nun Doberan durch diese Straße verlässt, noch einmal ein rückwärtiger Blick in die Hauptverkehrsstraße. An der Ecke zur Dammchaussee, in unmittelbarer Nähe des heutigen Ehm-Welk-Hauses, gab es früher noch einen dritten Haltepunkt in Doberan. Die Lokomotive nimmt langsam Fahrt auf. Weiter schnaufend geht es an einer der schönsten Lindenalleen Mecklenburgs entlang. Dem Haltepunkt an der ältesten Galopprennbahn Europas nähert sich der Zug als nächstes. Auf halber Strecke bis Heiligendamm hält der Zug bei Bedarf an der ersten deutschen Pferderennbahn. Hier fand am 10. August 1822 mutmaßlich das erste Galopprennen in Deutschland statt. Auch diese Attraktion wurde zum Vergnügen besonders der zahlreichen gut betuchten Sommergäste ins Leben gerufen. Das Signal steht auf freie Fahrt. Nach weiteren 2,7 Kilometer Strecke und in etwa 6 Minuten Fahrzeit erreicht der Zug dann Heiligendamm. Hier endete einst bis 1910 die Strecke, die, wie wir bereits berichtet haben, auch nur in den Sommermonaten betrieben wurde. Denn es war ja zunächst beabsichtigt, immer mehr gut zahlende Sommergäste von Doberan aus in den aufblühenden Badeort an der Ostsee zu bringen. Eine gute Gelegenheit, um etwas mehr über das im Jahre 1793 vom Herzog Friedrich Franz I. gegründete und damit ältestes Seebad auf dem europäischen Kontinent zu erfahren. Aus England war bekannt geworden, dass Baden in der See besonders gesundheitsfördernd sei. Auf Anraten seines Leibarztes Samuel Gottlieb Vogel badete hier am legendären Heiligen Damm der Herzog in der Ostsee. Anfänglich ging es hier ab 1794 mit einem Badehaus im Wald und später direkt an der See ganz bescheiden zu. In extra gebauten Badeschiffen geschah das Genießen der Ostsee allerdings zunächst noch sehr abgeschirmt. Die am Ufer stehenden Badekarren hatten die gleiche Funktion. Bis es das Bad war, welches unter Heiligendamm bekannt wurde, vergingen allerdings nur wenige Jahre. Berühmte Baumeister wie Demmler und wieder Severin schufen zwischen 1793 und 1870 ein imposantes Gesamtkunstwerk aus Logier-, Bade- und Gesellschaftshäusern. Das schönste Seebad Deutschlands erhielt bald den Beinamen Weiße Stadt am Meer, das so im 19. und 20. Jahrhundert beliebter Treffpunkt der Elite aus ganz Europa wurde. Weniger bekannt dürfte sein, dass Heiligendamm auch für die Entwicklung des Flugwesens in Mecklenburg eine nicht geringe Rolle spielte. Überall in Europa bewunderte man zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Männer in den fliegenden Kisten. Einer der zahlreichen Wettbewerbe in jener Zeit lockte im Jahre 1912 Tausende zu einer Flugveranstaltung nach Heiligendamm. Hier fand zwischen dem dazu passenden Ambiente
zwischen Kurhaus und großherzoglicher Villa der erste deutsche Wasserflugmaschinenwettbewerb statt. Die in Berlin gebauten Albatros-Flugzeuge waren die meistbestaunten, sowohl an Land als auch auf dem Wasser. Doch einzig Flugpionier Bruno Büchner konnte mit einem Aviatik-Doppeldecker überzeugen. Ende 1908 beschloss man, die Bahn bis ins damalige aufblühende Ostseebad Arendsee zu verlängern. 1909 wurde dann die Streckenverlängerung auf nunmehr 15 Kilometer in Angriff genommen und im Mai 1910 vollendet. Da die ganze Strecke fast eingleisig ist, brauchte man jetzt einen Kreuzungsbahnhof. Seitdem ist der einstige Endbahnhof Heiligendamm der Treffpunkt mit dem Gegenzug. Erst wenn dieser eingetroffen ist, kann der Molly seinen Abfahrauftrag mit der Kelle erhalten und dann in Richtung seines neuen Endzieles weiterrumpeln. Im gleichen Jahr 1910 wurde auch der Güterverkehr aufgenommen, der 1969 wieder eingestellt wurde. Mit der Streckenerweiterung verkehrte die Bahn nun ganzjährig. Mit der richtigen Fahrkarte geht es bis heute dem neuen Endziel entgegen. Die Schienen für die Bahn führen jetzt zum Teil direkt an der Steilküste entlang. Vom gleichnamigen Haltepunkt, den es seit 1969 gibt und der nur von Juni bis September bedient wird, gelangt man mit wenigen Schritten direkt an den Badestrand, wo man schon seit vielen Jahrzehnten ein erfrischendes Bad in der Ostsee genießen konnte. Entlang des Meeres geht es so weiter in westliche Richtung, wo heute moderne Hotels stehen, in das Ostseebad Kühlungsborn, welches eine amtsfreie Stadt ist. Denn im Jahre 1937 schlossen sich die drei Seebadeorte Arendsee und Brunshaupten und das Gut Fulgen zu einer Gemeinde mit ihren Ortsteilen Ost und West zusammen. Das nächste Ziel für den Molly war einst dann das Gut Fulgen. Auch hier, am Kilometer 11,5 gab es bis in die 40er Jahre hinein einen Haltepunkt. Hier war es der Fulgenhof mit seinem Logierhaus, der den Anfang machte und die ersten Badegäste an die Ostsee lockte. Unser Molly dampft seinem nächsten Halt entgegen. Die folgende Station, das einstige Brunshaupten, heißt heute Kühlungsborn Ost. Auch dies ein Seebad, das schon zur Jahrhundertwende bekannt und gefragt war. Interessant sicherlich auch, dass das kleine Brunshaupten Weltgeschichte machte, denn ein gewisser Wilhelm Bartelmann hatte hier lange Zeit seinen Wohnsitz. Er war der Vater des Strandkorbes, den er 1882 erfunden hatte. Durch die Zusammenlegung der früheren drei Orte ist Kühlungsborn sehr lang gestreckt, sodass auch der Molly seinen nächsten Halt an der Station Kühlungsborn-Mitte hat. Von hier aus geht es nun unserem Endziel, dem letzten Ort auf der Eisenbahnstrecke, entgegen dem einstigen Arendsee. Auch schon damals ein Ostseebad mit einem schönen Strand und einer langen Tradition. Noch eine letzte Kurve auf der langen Strecke und genau nach 15,4 Kilometern befinden wir uns an der Endhaltestelle, dem westlichsten Punkt der Reise. Einst war es der Bahnhof von Arendsee, heute heißt er Kühlungsborn West. Die Fahrt mit der Mollybahn ist für heute zu Ende und ich werde am Ziel unserer Reise schon erwartet. Na, Sie hatten hoffentlich eine sehr, sehr angenehme Fahrt, so wie ich zum Beispiel. Mir hat's gefallen und Sie haben sicherlich viel Neues gelernt oder gehört und eventuell erfahren Sie jetzt noch ein bisschen mehr. Ich habe mich nämlich hier verabredet mit jemandem, der es ganz genau wissen muss. Das ist der Herr Medling, der wartet nämlich schon auf der Bahnsteigkante auf mich. Herr Medling, erstmal schönen Dank für die Fahrt, schönen guten Tag. Ich habe schon gesagt, interessant ist alles gewesen. Ich stelle Sie noch mal kurz vor. Sie sind also stellvertretender Betriebsleiter und Vereinsvorsitzender vom Verein Molly. So, nun sind wir hier gelandet. Das Wetter ist ein bisschen anders geworden, stört aber den Mann von der Küste nicht, oder? Das ist so, ja, genau. Also wir sind natürlich oder sehen uns natürlich auch ein bisschen als eine Attraktion an, wenn mal nicht Strandwetter ist. Mhm. Ne? Jetzt müssen wir als erstes mal etwas klären. Molly, ein toller Name. Wo kommt denn der überhaupt her?
Ja, der Name, der stammt so ein bisschen aus der Anfangszeit der Bahn. Es war eine Frau, also die Legende erzählt, es war eine Frau mit einem kleinen Mopshund in Bad Doberan in der Stadt unterwegs. Und dieser kleine Hund hieß Molly, weil er so ein bisschen klein und dicklich war. Und als der Zug herannahte, lief der Hund dann der Frau weg und die Frau rief ganz aufgeregt ihrem Hund hinterher, Molly, Molly, blieb stehen. Also, dass der Hund stehen bleiben sollte und der Lokomotivführer soll aufgrund des Geräusches der Lok aber nur gehört haben, dass jemand rief, bleib stehen und hat vor Schreck den Zug angehalten. Und ja, das ist beobachtet worden und ja, die Leute haben sich natürlich lustig darüber gemacht, dass der Lokführer eben den Zug anhält wegen eines kleinen Hundes. Und ja, so hat sich dieser Name dann auf den Zug übertragen, weil das dann Stadtgespräch wurde. Und ja, so hat unsere Bahn nun heute einen wunderschönen Spitznamen. Ja, dann haben wir also dem kleinen Mops zu danken, wir haben den Lokomotivführer zu danken und auch der älteren Dame. Gut, jetzt aber zu der Tradition. Schön sieht sie aus, die Mollybahn. Wie pflegen Sie Tradition? Welche Möglichkeiten haben Sie denn, die Historie hier wieder lebendig zu machen? Ja, natürlich erhalten wir alles, was wir hier haben, Fahrzeuge, Lokomotiven und so weiter. Da geben wir uns große Mühe, dass das natürlich alles jeden Tag trotz des Alters natürlich fit ist und in Schuss ist und natürlich auch gut aussieht, wird alles gewartet, gepflegt und so weiter. Zusätzlich haben wir natürlich unser Molly-Museum, wo wir die Sachzeugen aus der Vergangenheit so ein bisschen aufbewahren, pflegen und präsentieren, sodass Sie das hier sich angucken können. Wir haben einen schönen Außenbereich vom Museum und einen Innenbereich hier in Kühlungsborn, wo die Gäste sich das anschauen und erleben können. Und dann gibt es natürlich viele andere Angebote. Ja? Ja, wollte ich gleich als nächste Frage hinterher schicken. Aus der Historie mal in die Gegenwart. Touristen, Urlauber, sehr viele in Kühlungsborn. Das Wetter spielt Ihnen, denke ich mal, auch ein bisschen mit. Ihre Angebote, das lockt ja Leute hierher. So, ja. Natürlich, auf jeden Fall haben wir täglich planmäßigen Dampfzugbetrieb, im Sommer im Stundentakt, sodass man dann einen Tagesausflug schön machen kann, um beispielsweise Doberan oder Heiligendamm zu erkunden. Und das Besondere gerade in den Sommermonaten sind dann unsere Abenderlebnisfahrten mit dem 100-jährigen Zug. Da kommt natürlich die Bahnhistorie nochmal besonders hervor, weil wir dann natürlich die schönen alten Waggons zum Einsatz bringen. Und ja, und diese Fahrten, da gibt es dann verschiedene Themen für Familien und für Kinder, zum Beispiel Schatzsuche, Raubüberfall, Olsenbande haben wir jetzt gespielt. Und ja, Werkstattbesichtigung hatten wir jetzt gerade auch für Interessierte, Eisenbahninteressierte oder... Und dann habe ich ja noch gehört, man kann hier Lokführer werden bei Ihnen. Ja, und dann machen wir natürlich Dampflok-Schnupperkurs auch, also jetzt im Hochsommer nicht, aber dann in der Vor- und Nachsaison, weil im Sommer ist es doch ein bisschen sehr heiß auf der Lok, wo sich dann interessierte Eisenbahnfreunde oder auch Laien natürlich mal für 2 Tage auf dem Führerstand der Dampflok umsehen können und einfach mal hautnah erleben, wie unser Lokpersonal arbeitet. Also da kann ich Ihnen nur sagen, toi 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 und vielen Dank auch im Namen sicherlich unserer Zuschauer für die vielen, vielen Angebote. Mögen heute und demnächst noch viele die Gelegenheit nutzen, mit dem Molly zu fahren. Wir nutzen die Gelegenheit gleich einmal, um ein bisschen Werbung zu machen für die nächste Sendung. Im nächsten Monat, September, da geht es um Historie, natürlich um Museen, um Bauwirtschaft. Wir haben Ihnen einen ganz interessanten Mann herausgesucht, einer, der das Rostocker Stadtbild mitgeprägt hat. Mehr wird nicht verraten, Sie bleiben neugierig und ich sage Ihnen Dankeschön. Bitteschön.